Bei den Fans von Let's Dance herrscht Verwunderung. Statt in Köln befinden sich Detlef die Soest und Ekaterina Leonova nämlich aktuell in der Türkei. Auf Instagram geben sie Einblicke hinter die Kulissen ihres Trainings. Die Profitänzerin erklärt, es handle sich um eine Kombination aus Arbeit und Familienurlaub für Detlef. Trotz Urlaub stellt Ekaterina aber klar, dass sie das Training für die nächste Performance nicht vernachlässigen. Wir sind immer noch fleißig beim Training. Der neue Tanz macht uns beide fertig, aber wir haben definitiv Spaß. Die Zeitverschiebung und das verlockende Buffet im Hotel stellen wohl aber eine enorme Herausforderung dar. Umso besser, dass die beiden diesmal etwas mehr Zeit zum Proben haben, denn an Karfreitag findet keine Live-Show statt. RTL füllt die kleine Osterpause dann mit Let's Dance, die Magic Moments der Profis.